Hey Leute, hier ist der Lego-Fan und heute habe ich mein Tutorial zu einem Kombinationsschloss. Ja, das ist ein sehr schönes Kombinationsschloss, wie ich finde, denn zum einen ist es sehr kompakt und zum anderen muss man es in der richtigen Reihenfolge eingeben, sonst klappt es nicht. Das heißt, man kann nicht einfach zufällig alle Knöpfe einmal durchdrücken und man kann die Kombination eben sehr schnell eingeben. Ich zeige euch das mal, die Kombination ist 2, 4, 3, 1, 3 und da leuchten die Lampen auf, einfach nur als Indikator. Da könnte man das natürlich an eine versteckte Treppe im Boden anschließen oder an irgendeine versteckte Tür oder sowas. Ich habe hier schon genug versteckte Türen gemacht. Und ja, dann, wenn man irgendeinen Knopf drückt, der nicht der letzte ist, dann resettet sich das Ganze wieder. Und ja, man kann natürlich auch einen automatischen Reset bauen und dann zeige ich euch mal direkt, wie man das Ganze baut. So, wir beginnen mal, indem wir hier einfach die Wand mit den Knöpfen bauen. Ich mache jetzt einfach mal 4 Knöpfe. Ups, ich kann nicht sehen. Doch, ich kann sehen. Und am besten sieht es aus, finde ich, wenn man hier schwarze Wolle hinterpackt. Und dann kommen da die Knöpfe hin. Und man kann eben so viele Knöpfe nehmen, wie man will. Und ja, man kann auch so viele Stellen nehmen. Das heißt, man könnte hier eine 20-stellige Kombination draus machen. Und dann kommen hinter die Knöpfe erstmal ein paar Blöcke mit Repeatern, ungefähr so. Dann ein paar Sticky Pistons als Monostables mit Blöcken drauf. Und dann dahinter Repeater auf Stufe 3. Ungefähr so. Und diese Piston Monostables sind nicht unbedingt notwendig. Man könnte auch direkt hier hinter, also hinter den Repeatern, mit dem Kombinationsschloss an sich anfangen. Aber so kann man den Code eben deutlich schneller eingeben, sonst muss man warten, bis der vorherige Knopf wieder sich entdrückt hat sozusagen. So, dann fangen wir mal an, indem wir hier ein paar Blöcke hinbauen. Und jetzt müsst ihr euch schon eure Kombination überlegen. Ich nehme jetzt mal die Kombination 1, 2, 3, 4. Bei der 1 kommt einfach ganz links, bei der 1 eine Fackel hin. Und dann darunter ein Repeater. Obwohl bei der 1 ist der nicht notwendig, aber sonst müssen wir immer einen Repeater darunter platzieren. Und dann hier ein wenig Redstone. Denn dieses Redstone ist eben die Reset-Line. Das heißt, wenn wir einen falschen Knopf drücken, geht die an. Und wenn wir den richtigen Knopf drücken, geht die Fackel aus. Dann erweitern wir das Redstone bis hier vorne. Und platzieren hier eine Fackel. Dann kommt hier eine normale Piste hin. Und dann darunter in den Boden auch eine normale Piste. Mit einem Kessel. Wasser rein, dann hier ein Block und ein Comparator und dann nehmen wir von dieser Redstone-Linie hier ein Signal in diesen Repeater und was das jetzt macht, ist, wenn wir den falschen Knopf drücken, zum Beispiel die 4, fährt die untere Piste hoch und der Comparator bleibt eben so lange an, bis wir den richtigen Knopf drücken und erst dann würde quasi das nächste Modul hiervon freigegeben werden. Dafür kommt hier ein Block hin, eine Fackel, denn hier zwei Redstone, dann gehen wir hier runter und platzieren hier im Boden eine Fackel. Und dann kommt hier eben die nächste normale Piston hin. Und hier auch eine normale Piston. Und dann wieder der Kessel drauf mit dem Wassereimer rein. Und hier der Comparator. Und dann basteln wir mal hier dran weiter. Das heißt, wir müssten hier wieder ein paar Blöcke hin tun. Mit Repeatern drauf. Und dann wäre jetzt als nächstes die 2 dran. Dafür kommen hier erstmal ein paar Blöcke vor. Und dann bei der 2 eine Fackel. Und hier ein Repeater. Dann hier wieder Redstone. Und einen Repeater im Boden, um die untere Piston zu powern. Und diese Fackel verbinden wir wieder an die obere Piston. So. Und ich kann euch das hier mal kurz demonstrieren. Ich resette das mal. Und ihr seht, jetzt bleibt diese Piston hier so lange ausgefahren, bis wir hier das Richtige eingeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die 2 eingebe, geht zwar diese Fackel an, aber die Piston hier kann nicht ausfahren, weil diese Piston ausgefahren ist. Und sie fährt sich eben erst zusammen, wenn ich die 1 drücke. Und dann geht die hier eben, ja, fährt sie sich zusammen. Und dann könnt ihr jetzt die 2 drücken. Und dann würde das ja auch runtergeschoben werden. Und so funktioniert dieses Kombinationsschloss. So, dann mache ich mal die anderen beiden Zahlen schnell fertig. Als nächstes ja die 3. Dafür kommt hier eben eine Fackel hin, ein Repeater unter die 3 mit Redstone. Und hier ein Repeater in den Boden. Und dann hier eine normale Piston und hier wieder eine normale Piston mit einem Kessel, Wasser rein und einem Comparator. Dann verbinden wir diese Fackel wieder so an diese Piston. Und von diesem Comparator müssen wir auch das gleiche machen wie da drüben. Das heißt, hier kommt ein Block hin mit einer Fackel. Dann 2 Redstone. Und hier ein Redstone. Und dann hier eine Fackel. Und ja, dann quasi genau das gleiche für die 4. Jedoch müssen wir bei der 4 ein wenig anders bauen. Weil ihr seht ja, wenn wir jetzt hier Redstone haben und hier den Repeater, können wir hier keinen Repeater in den Boden packen. Und deshalb senken wir diesen Repeater quasi so nach unten, aber können ihn gleichzeitig durch einen Redstone ersetzen. Und ja, dadurch powert die 1 nicht diese Reset-Line, aber alle anderen Knöpfe schon. Und dann können wir hier wieder unsere Piste in den Boden packen und hier eine normale Piste da oben hin. Denn hier wieder das Redstone und die Fackel, den Kessel und hier hin, mit dem Wassereimer und dem Comparator. Und dann wieder diesen Comparator an die Pisten dort verbinden. Dann nehmen wir hier wieder die Fackel platzieren, 2 Redstone
und hier eine Fackel. Und dieser Comparator, der ist unser Output, das heißt, wir können quasi hier einen Block platzieren mit einer Fackel. Und die sollte jetzt eigentlich aufleuchten, wenn wir die richtige Kombination angeben. Ich kann das ja mal kurz testen. So, 1, 2, 3, 4. Und ihr seht, jetzt leuchtet die Fackel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die 2 drücke, dann wird das alles resettet und ich kann zum Beispiel nicht einfach die 4 drücken oder so, weil das dahin blockiert ist. Ja, das war's dann mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch denn gefallen hat, gebt dem Video auch einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Aber schreibt mir bitte noch in die Kommentare, ob ihr findet, dass ich weiterhin mit Shadern aufnehmen soll, weil ich finde, das sieht richtig klasse aus, auch in Kombination mit diesem Texture Pack. Oder ob ihr von Shadern genervt seid, weil ich finde, wenn man einmal mit Shadern gespielt hat, kann man nicht mehr ohne Shader spielen. Aber ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.